in Hürden uns nicht gestattet war, werden uns sonst strafbar gemacht. Der Sketch hier am Anfang der Sendung hatte durchaus realistischen Charakter. Bier selbst gebraut. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung und da kann ich nur sagen, hoch die Tassen und Prost! Prost! Dass es uns überhaupt heute möglich wurde, liebe Zuschauer, Ihnen zu zeigen, wie man Bier zu Hause machen kann, das verdanken wir dem Bundesfinanzministerium, das sich wirklich von einer bewundernswert unbürokratischen Seite gezeigt hat, das über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Vor allem, weil wir Ihnen einen einfachen Weg aushandeln konnten, indem Sie auch ohne große Formalitäten in Ihrem Heim selbst brauen können. Was dabei beachtet werden muss, das erfahren Sie noch ausführlich im Laufe der Sendung. Aber wir möchten Ihnen nicht nur zeigen, wie man Bier braut, sondern dass auch die Zutaten der Bierherstellung durchaus andere Wohltaten bereiten können. Insbesondere der Gesundheit, sodass der Wahlspruch der Bierbrauer Hopfen und Malz, Gott erhalt's, durchaus gerechtfertigt ist. Er soll heute auch das Motto unserer Sendung darstellen. Hopfen beispielsweise spielt durchaus in der Naturheilkunde eine wichtige Rolle von alters her. Es verhindert beispielsweise das Wachstum von Bakterien. Es wirkt beruhigend. Und ein Tee hier aus Hopfen, der wirkt beispielsweise gegen Schlafstörungen und Nervosität. Und da kann ich nur sagen, gute Nacht. Exzellent. Bitte, Jost. Was heißt denn hier gute Nacht? Wir sind ja überhaupt noch nicht so weit. Wir haben Ihnen noch so viel zu zeigen und alle diese Rezepte finden Sie ganz exakt in unseren Hobby-Tipps, die habe ich hier mitgebracht, die wir Ihnen wie immer kostenlos zusenden, wenn Sie uns einen solchen Umschlag, Moment, frankiert und adressiert und mit dem Wort Drucksache versehen, schicken. Diesmal wird die Anleitung besonders gefragt sein, denn in dieser Anleitung stehen die Adressen, die Bezugsadressen für Hopfen, Malz und Hefe drin. Das ist insofern eine wichtige Information, weil die einzelnen Firmen die Zutaten nicht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf die Bierherstellung verkaufen und auch keine Reklame dafür machen dürfen. Das würde gegen den Buchstaben des Gesetzes verstoßen. Sie werden von diesen Firmen also keine Rezepte erhalten, trotzdem dürfen Sie Malz oder Hopfen oder auch Hefe jedes für sich verkaufen, denn das sind ja ganz normale Nahrungsmittel und Heilmittel, aber eben nicht unter dem Vorzeichen der Bierherstellung. Dies ist unseres Erachtens ein ganz akzeptabler Kompromiss, denn von uns bekommen Sie ja das Rezept, denn wir dürfen Ihnen ja das Rezept mit ausdrücklicher und ganz offizieller Genehmigung zeigen. Ja, aber zunächst möchte ich Ihnen noch etwas übers Malz erzählen. Malz wird aus Gerste gewonnen und zwar hat Gerste wie jedes Getreide zunächst einmal einen hohen Stärkegehalt, aber wenig Zucker. Den Zucker brauchen wir aber, um durch Gären Alkohol zu erzeugen. Und deshalb muss die Gerste einer Vorbehandlung unterzogen werden. Dazu lässt man sie zunächst einmal einige Tage keimen. Wir haben hier ein Foto von einem solchen Keimraum. Sie sehen, der hat doch ein erhebliches Ausmaß. Und das hier ist Gerste, und zwar Gerstenkörner, die keimen. Das dauert so etwa 4 bis 8 Tage, bis dieses Stadium erreicht ist. Und bei diesem Keimen formt sich bereits ein Teil der Stärke in Zucker um. Wichtiger aber ist, dass sich zusätzliche Hilfsstoffe, sogenannte Enzyme, bilden, die nachher bei der Bierherstellung dafür sorgen, dass fast die gesamte Stärke in Zucker umgesetzt wird. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. In einem bestimmten Stadium, ich hatte eben gesagt, so etwa nach 8 Tagen, wird die Keimung durch Trocknen und Erhitzen auf 80 Grad Celsius gestoppt. Hier haben wir nochmal ein Foto von einem solchen Trockenraum. Hier wird gerade die gekeimte Gerste in den Raum eingebracht. Man nennt das dann Darren. Um Ihnen das vielleicht einmal zu zeigen, das hier sind die Gerstenkörner und dies hier ist Malz. Sie sehen, große äußerliche Unterschiede bestehen nicht. Das Malz aber schmeckt schon richtig süß und ist ein Zeichen dafür, dass sich Zucker gebildet hat. Und zwar eine ganz besondere Art Zucker, sogenannte Maltose, also
Malzzucker, der besonders gut verdaulich ist. Malzzucker hat einen hohen Energiegehalt, so etwa wie Traubenzucker. Man kann daraus aber auch unter anderem Malzbonbons herstellen. Wie, das steht in unseren Hobby-Tipps. Da steht ebenso drin, wo Sie das Malz herbekommen können. Wenn Malzhersteller hier diese Sendung sehen und bereit sind, Malz in kleinen Mengen, zum Beispiel in 2 Kilogramm oder 10 Kilogramm Paketen per Versand zu verkaufen, dann sollten Sie sich bei der Hobbythek melden. Wir geben Ihre Adresse dann in den Hobby-Tipps bekannt. Wir achten allerdings auch darauf, dass der Preis nicht überhöht ist. Es wundert mich übrigens, dass ein so nahrhaftes und gesundes Lebensmittel wie Malz nicht überall zu kaufen ist. Man kann wirklich vielerlei damit anstellen, nicht nur Bier machen. Zum Beispiel kann man es hier in die übliche Müsli-Mischung mit reintun, hier geschrotet. Und die Sylvia macht das gerade, du hast das schon ausprobiert. Schmeckt es dir? Ja, es war unheimlich lecker. Prima. Ja, liebe Zuschauer, dieses Malz verleiht dem Müsli einen angenehm süßlichen Geschmack. Man braucht gar keinen Zucker. In Verbindung mit Bierhefe kann man aber ein ganz besonderes damit anstellen, und zwar einen Gesundheitstrank à la Hobbythek, den haben wir uns ausgedacht. Er ist besonders Vitamin B-reich, und zwar aufgrund der Bierhefe. Bierhefe geben wir nämlich in Sud hinein, in Malzsud, und die vermehrt sich darin und dabei bildet sich Vitamin B. Und ich halte das für außerordentlich wichtig, denn in der letzten Zeit habe ich in der Zeitung gelesen, dass gerade hier die europäische Ernährung viel zu Vitamin B arm ist. Dieser Trank entschlackt den Körper, wirkt blutreinigend, ist gut für die Haut, festigt die Nägel und beruhigt die Nerven und verscheucht sogar auch noch die Frühjahrsmüdigkeit. Kurzum alles, was Vitamin B bewirken kann. Jeden Morgen ein kleines Gläschen davon, wie hier beispielsweise, und es klappt alles viel besser. Es schmeckt ganz angenehm, nicht so wie Medizin oder die üblichen Gesundheitstees. Ja, und so stellt man ihn her. Wir bringen etwa in einen halben bis ein Liter Malzsud, wie man den herstellt, werden wir gleich noch sehen, einen Teelöffel frische Bierhefe hinein und dann lässt man das Ganze einen Tag gären. Das hier ist etwa jetzt auf dem Höhepunkt der Gärung und nach etwa 24 Stunden, wie gesagt, erreicht die Gärung den Höhepunkt. Und dann ist kaum Alkohol drin, dann hat sich kaum Alkohol gebildet, aber sehr viel Vitamin B. Die Gärung stoppen wir dann anschließend durch kurzes Aufhitzen auf 80 bis 90 Grad Celsius. Das können wir machen, weil Vitamin B relativ hitzeunempfindlich ist. Dann lassen wir das Ganze abkühlen und so lange erhält sich im Kühlschrank etwa 8 bis 14 Tage in der geschlossenen Flasche. Die Bierhefe, die Sie dazu benötigen, können Sie bei einer freundlichen Brauerei ohne weiteres in dieser dickflüssigen Form bekommen. Bringen Sie ein ganz sauberes Glas mit und dann gibt es sie meistens umsonst. Wir haben aber auch eine andere Möglichkeit geschaffen. Weinstephan, das ist ein kleiner Ort mitten in Bayern, in der Nähe von München, ist neben Berlin das Mekka der Bierbrauer. Wohl heute eine der berühmtesten Brauerschulen und bestimmt die älteste Brauerei der Welt, die noch braut, die also heute noch arbeitet. Dort gibt es eine wissenschaftlich geleitete Hefebank. Diese ist bereit, erstklassige Zuchthefe, wie diese hier, in kleinen Portionen, untergärig wie obergärig, zu versenden. Der Preis dafür sind 4,20 Mark inklusive Porto und Verpackung. Es gibt aber auch für beide Sorten Trockenhefe, die von einer fränkischen Firma kommen. Die Hefe spielt bei unseren Rezepten eine wichtige Rolle. Sie sorgt neben dem Geschmack auch für die Gärung. Dabei wird, wie gesagt, der Zucker in Alkohol umgesetzt. Das ist hier genauso wie beim Wein und darüber haben wir schon mal ganz ausführlich in unserer Weinhobbythek berichtet. Beim Bier kommt es also ebenso wie beim Wein auf den richtigen Hefestamm an. Es gibt obergärige und untergärige Hefen, wie gesagt, und davon hängt es auch weitgehend ab, welches Bier daraus entsteht. Die untergärige Hefe beispielsweise bringt Biersorten wie Export, Pilz oder Bockbier. Kölsch, Altbier und Weizenbier, das sind obergärige Bier. Unter- und obergärig heißt, dass die Hefe während des Gärens unten oder
oben wirkt. Sie können das, glaube ich, hier deutlich erkennen. Das hier ist untergäriges Bier oder ein Bieransatz, unser Sud. Sie sehen deutlich unten diese weiße Hefeschicht. Und das hier ist obergäriges Bier, da fehlt diese Schicht. Ansonsten ist es eine Frage der Temperatur. Untergärige Hefen gären bei Temperaturen so um 8 bis 10 Grad Celsius. Man kann dieses Bier, da fehlt diese Schicht. Ansonsten ist es eine Frage der Temperatur. Untergärige Hefen gären bei Temperaturen so um 8 bis 10 Grad Celsius. Man kann dieses Bier also zu Hause nur im Winter oder im Kühlschrank gären lassen. Obergäriges Bier ist an sich zu Hause viel einfacher herzustellen, denn es gärt bei normaler Zimmertemperatur, bei 16 bis 22 Grad Celsius Temperaturen, also die in der Küche ganz einfach einzuhalten sind. Im Übrigen sind obergärige Biere zurzeit sowieso ganz groß im Kommen. So, liebe Zuschauer, das wäre etwa die Vorbereitung. Und bevor wir jetzt ans eigentliche Bierrezept rankommen, soll der Historiker mal kurz zu Worte kommen. Denn der Gerstensaft ist wohl eines der ältesten alkoholischen Getränke überhaupt. Wir haben da eine kleine Biologie zusammenstellen lassen. Und zwar von Professor Dr. Sufkop vom Virologischen Institut der Universität Birbach. Bitte Film ab. Typisch für Flick, liebe Zuschauer. Wenn man den mal bittet, was Seriöses zu bringen, dann kommt Jux dabei raus. Aber warum nicht? Ich meine, Lachen ist genauso wichtig wie Wissenschaft. Vor allen Dingen dann, wenn es so nett verpackt ist, wie der Pitt es hier gemacht hat. Schönen Dank, lieber Pitt. So, nun aber ganz schnell ran ans Bierbrauen. Und da muss ich zunächst einmal ganz feierlich werden. In Deutschland gibt es das sogenannte Reinheitsgebot. Das heißt, Bier darf aus nichts anderem gebraut werden als aus Malz, Hopfen und natürlich auch Bierhefe. Chemische Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Dieses Reinheitsgebot existiert bereits seit 1516. Hier ein Faksimile von damals und es hat herausgegeben der bayerische Herzog Wilhelm IV. Es ist somit wohl eine der ältesten lebensmittelrechtlichen Vorschriften der Geschichte. Fast hellseherig hat man damals, obwohl es noch kaum Chemie gab, die heutigen manchmal üblen Tricks vorausgeahnt. Alle Achtung, nicht zuletzt deshalb hat meines Erachtens Deutschland den Ruf, das beste Bier der Welt zu haben. Und wir wollen hier wirklich ausdrücklich von diesem Reinheitsgebot ausgehen. Streng nach diesem Reinheitsgebot vorgehen bei unseren Rezepten. Und wir sind bei den deutschen Bierbrauen auch in die Schule gegangen. Bierbrauen ist ein altehrwürdiges Handwerk. Und wir können Ihnen natürlich in der Kürze der Sendezeit nur einen groben Überblick geben über das, was da so in Jahrtausenden gewachsen ist. Wir haben außerdem die Prozeduren so weitgehend vereinfacht, dass es in der Küche ohne weiteres möglich sein wird, Bier zu brauen. Und hier die Bianca und die Silvia, die, wie Sie sehen, bereiten schon das Wichtigste hier vor. Wenn uns Bierbraumeister zuschauen, dann mögen Sie uns ein wenig verzeihen. Wir haben aber alles ausprobiert, glauben Sie uns, und das Bier schmeckt wirklich prächtig und alle, und das müssen Sie uns wirklich schon abnehmen, die es getrunken haben, haben bisher überlebt. Unser Bier hat jedenfalls schon viele Liebhaber gefunden. So, Jos, ich denke, jetzt soll es aber richtig rangehen mit den Rezepten. Prost, liebe Zuschauer. Ja, so weit sind wir noch lange nicht. Denn was beim Wein verpönt ist, ist beim Bier unerlässlich, das Wasser. Meist ist es zu hart und deswegen ist es ratsam, vorher abzukochen. Ein weiteres Rezept zur Wasserenthärtung finden Sie in der Anleitung. Damit man möglichst gut klarkommt, haben wir unsere Zubereitungsmengen auf die haushaltsüblichen Küchentöpfe berechnet. Da gibt eine Malzmenge von ungefähr einem Kilo, ein Endergebnis Vollbier 4,5 Liter. Wer mehr haben möchte, muss das entsprechend hochrechnen. Das Malz wird zunächst in einem solchen Zerhacker zerkleinert oder in einer Kaffeemühle mit rotierendem Messer. Das geht auch, aber dazu braucht man viel Geduld. Ja, verehrte Zuschauer, das Malzschrot, das ist wie gesagt ein Kilogramm, kommt zunächst in 2 Liter abgekochtes Wasser hinein. Wir haben das hier schon vorbereitet und das Wasser sollte hier genau 55 Grad haben, möglichst genau. Darin lässt man es etwa 15 Minuten unter leichtem Rühren quellen. Und das ist die sogenannte
Eiweißrast, die für die spätere Schaumbildung wichtig ist. Danach wird unter ständigem Rühren die Maische, wie man diesen Brei jetzt hier fachgerecht nennt, langsam erwärmt, und zwar auf mittlerer Schalterstellung. Messen Sie dabei möglichst ständig die Temperatur. In dieser Phase kommt es nämlich zum Teil auch wenige Temperaturgrade an. Jetzt laufen hier chemisch-biologische Prozesse im Malzbrei ab. Wie eben schon gesagt, es ist schwarz, die Mulsatz von Stärke drin, die nicht direkt vergoren werden kann. Wir haben das eben ja schon gesagt. Bei 65 Grad, wenn Sie die etwa erreicht haben, herum wird diese Stärke nun unter dem Einfluss der Enzyme, die im Malz sich befinden, abgebaut. Sind also diese 65 Grad Celsius erreicht, dann muss die Temperatur eine Zeit lang gehalten werden, in der Regel etwa so 20 Minuten. Man spricht dann fachmännisch von der sogenannten Maltoserast. Messen Sie die Temperatur und regeln Sie gegebenenfalls hier die Temperatur durch Abziehen vom Feuer, das ist ja kein Problem. Auf keinen Fall darf 68 Grad Celsius überschritten werden. Das ist jetzt hier etwas lästig, aber unumgänglich. Und dabei stets leicht rühren, vor allem unten über den Topfboden, damit sich nichts festsetzt. Nach diesen 20 Minuten Maltoserast erhöhen wir jetzt die Temperatur auf 72 Grad. Das ist die Verzuckerungsphase. Diese 72 Grad müssen wir ziemlich genau 30 Minuten lang halten. Das geht entweder, indem man den Topf hin und wieder runternimmt, oder wir bauen uns eine solche Kochkiste. Die Anleitung zu dieser Kochkiste steht in unseren Hobbytipps. Und eine solche Kochkiste gab es auch schon zu Großmutters Zeiten. Und hier drin hält sich die Temperatur ganz prima die 30 Minuten lang. Sie können in dieser Kochkiste auch Gemüse oder Kartoffeln kochen, was auch immer. So, danach wird nun die Flüssigkeit von den festen Bestandteilen getrennt. Auch dieses Verfahren haben wir wieder weitgehend vereinfacht. Und dabei sind wir wieder bei unseren Urgroßeltern in die Lehre gegangen. So haben die früher übrigens Früchte entsaftet. Wir drehen einen Stuhl einfach herum und spannen einen reißfesten Bindfaden hier so um die vier Beine und legen dann darüber eine ganz normale Baumwoll-Baby-Windel, sodass sich hier eine Ausbuchtung bildet. Die Windel wird an den vier Stuhlbeinen befestigt und außerdem noch mit vier Wäscheklammern an dem Bindfaden. Darunter kommt ein ganz normaler Plastikeimer oder auch ein Kessel. So. Und darin schöpfen wir nun die festen Malzrückstände hinein. Man nennt das übrigens Treber. Das geht sehr gut hier mit einer solchen Schaumkelle. Verteilen Sie den Treber möglichst gleichmäßig hier entlang der Windel, dann bildet sich quasi ein zusätzlicher Filter. So, den Rest der Flüssigkeit, den geben wir jetzt noch mit hinein hier. So, und das läuft nun ab. Auf der Kochplatte haben wir nun parallel dazu 3,5 Liter Wasser auf 80 bis 90 Grad Celsius erhitzt. Und das geben wir nun nach und nach in unsere Filterkonstruktion. Und zwar, wenn der Hauptteil der vorherigen Flüssigkeit abgelaufen ist. Dieses Wasser laugt nun den Rest des Zuckers aus den Malzrückständen heraus. Von Zeit zu Zeit sollten Sie den Treber übrigens noch einmal oberflächlich so anrühren. So, den lassen wir dann gut ablaufen und der wird nach etwa 30 Minuten völlig durchgelaufen sein. Wir erhalten dann nachher die sogenannte Anstellwürze. Das sollten jetzt etwa so 4 bis 4,5 Liter sein. Wenn nicht, dann müssen Sie mit abgekochtem Wasser nachgießen. Und daraus können Sie unter anderem jetzt auch unseren Gesundheitstrank à la Hobbitek gewinnen. Die Anstellwürze muss jetzt anschließend noch mit Hopfen versetzt werden. Am besten verwenden Sie hier diesen gepressten Hopfen in Tablettenform, man nennt das auch Pellets, der hält sich wesentlich besser als der andere übliche Hopfen. Wichtigster Hopfenwirkstoff ist die sogenannte Alphasäure. Das ist der eigentliche Bitterstoff. Außerdem gibt es noch Aromastoffe in diesem Hopfen drin, die dem Bier das charakteristische Aroma verleihen.
Diese Pellets, wie gesagt, sind sehr konzentriert. Für die Fachleute unter Ihnen, das sind 90er Pellets. Davon brauchen wir für unsere Biermenge circa 5 bis 10 Gramm, mehr nicht. Wie viel Sie im Rahmen dieser Spannweite 5 bis 10 Gramm nehmen, das hängt weitgehend von Ihrem persönlichen Geschmack und vom Hopfenjahrgang ab. Also am besten probieren Sie das mal selbst aus. Sie geben den Hopfen in die Würze und lassen das Ganze circa eine Stunde kochen. Vorher haben Sie sich einen solchen Kochlöffel vorbereitet mit zwei Markierungen bei 4,5 und 5 Litern, mit dem Sie den Flüssigkeitsstand prüfen und das verdunstete Wasser nachfüllen. Durch das Kochen lösen sich die Hopfenwirkstoffe. Wenn Sie gutes Malz verwenden und die Wassermengen einhalten, dann wird die Würze jetzt einen Zuckergehalt, eine Stamm... Wenn Sie gutes Malz verwenden und die Wassermengen einhalten, dann wird die Würze jetzt einen Zuckergehalt, eine Stammwürze von etwa 12% besitzen. Messen kann man diesen Würzgehalt, die Stammwürze, mit einem solchen Aerometer, einer Bierspindel, die taucht dann mehr oder weniger tief in die Flüssigkeit ein, je nach ihrem spezifischen Gewicht. Je mehr spezifisches Gewicht, umso mehr höher ist der Zuckergehalt. Die Prozentzahlen sind hier sofort abzulesen. In den Hobbytipps geben wir Ihnen übrigens noch einen Hinweis auf den Selbstbau einer Würzespindel. Sie wird geeicht mit Hilfe von Zuckerwasser. Das funktioniert ganz gut. Genauer ist natürlich hier eine solche käufliche Spindel, eine Taschenbierspindel. Sie kostet etwa 15 bis 25 D-Mark. Aber auch mit einer Weinspindel, einem sogenannten Öxlemeter, geht es genauso gut mit dem Messen. Nach diesem letzten Kochvorgang wird die Würze jetzt ein letztes Mal gefiltert. Dazu haben wir ein solches Sieb vorbereitet mit einer vierfach gefalteten Windel. Die Windel muss vorher gut ausgekocht werden. Ebenso müssen jetzt alle Behälter peinlich sauber sein. Denn vorher war das nicht so wichtig, da haben wir jeweils durch das Kochen sterilisiert. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Alle Bakterien, die ab jetzt reingeraten, können unseren Erfolg in Frage stellen und das Bier könnte leicht verderben, bevor es zum Bier wird. Also achten Sie auf Sauberkeit. Die Gefahr wird geringer, wenn Sie den Sud möglichst heiß durchpassieren. Lassen Sie die festen Bestandteile sich zunächst etwas setzen und schöpfen dann vorsichtig von oben ab und geben das in das Sieb und zum Schluss erst den Rest, das Dicke vom Sud, hinterhergießen. Ja, verehrte Zuschauer, aus der so gewonnenen Flüssigkeit, man nennt sie übrigens erst jetzt Anstellwürze, da habe ich eben einen kleinen Fehler gemacht. Es ist erst dann die Anstellwürze, wenn der Sud gekocht und mit Hopfen versehen ist. Also die Anstellwürze, daraus wird jetzt das Bier gewonnen. Die äußerst fleißigen kleinen Organismen, die uns dabei unterstützen, sind wie gesagt die Hefezellen. Ihre Nahrung ist der Maltosezucker, der befindet sich ja hier ausreichend in der Würze, und ihre Verdauungsrückstände sind sozusagen der Alkohol. Dabei vermehren sie sich permanent unter guten Bedingungen, das heißt bei ausreichendem Zuckergehalt und vor allen Dingen bei richtiger Temperatur, können sich ihre Zellen alle 2 bis 3 Stunden verdoppeln. So schnell geht das hier. Ab jetzt müssen Sie sich nun endgültig entscheiden, ob Sie ein obergäriges, also zum Beispiel ein Altbier haben wollen, oder ein untergäriges, also ein Pilztyp oder auch Exportbier. Beim Obergärien müssen Sie die Würze auf 15 bis 20 Grad abkühlen lassen und dann erst die Hefe zugeben. Wenn es untergäriges Bier geben soll, muss die Würzetemperatur beim Hefen etwa 8 bis 12 Grad betragen. Da das vorher warm war, die Anstellwürze, muss das also eine Zeit lang stehen gelassen werden im Kühlschrank, oder aber, wir geben in der Anleitung noch einen kleinen Trick an, mit einer Flasche, in die wir Eis gefüllt haben, wie man das hier beschleunigen kann, das Abkühlen. Auf 4 bis 5 Liter, also hier unsere Menge, die wir Ihnen vorschlagen, kommt etwa ein Esslöffel hier der Dickbreienhefe dazu. Ich will das einmal hier einrühren. Das braucht gar nicht gleichmäßig verteilt zu werden. Da sorgen die Zellen selbst für. Oder aber man kann auch hier 5 bis 10 Gramm von der Presshefe nehmen. Auf die Menge kommt es dabei noch nicht mal so sehr an. Mehr als angegeben ist nicht tragisch, dann geht es einfach schneller.
Zum Gären brauchen Sie aber nun auch ein Gärgefäß. Ein einfacher, gut gereinigter, das ist sehr wichtig, Kunststoffeimer ist wohl die preiswerteste Lösung. Hier unten, in etwa 1 Zentimeter vom Boden entfernt, haben wir einen kleinen Hahn, wie Sie ihn im Aquarienhandel bekommen können, eingeklebt. Sie sehen das hier. Und zwar mit 2 Komponentenkleber. Das hat den Vorteil, dass man nachher das Bier sehr einfach von der sich unten absetzenden Hefe abziehen kann. Ich will Ihnen das hier einmal zeigen. Sie sehen das hier, hier unten die Hefeschicht und solch ein Aquarium hier haben wir genommen. Da drüber steckt nun der Hahn und Sie können das sich vorstellen, dass dann also hier die Würze, beziehungsweise das ist ja jetzt schon Bier, ohne weiteres hier ablaufen kann. Wie gesagt, das hier ist ein Aquariumbecken, ein sogenanntes Aufzugsbecken. Es ist ebenfalls sehr gut als Gärgefäß brauchbar. Ebenso wie auch hier Gemüseschalen aus dem Kühlschrank. Das können Sie dann direkt verwenden. Es geht aber auch ohne Hahn mit einem Abzugsschlauch, wie man es bei der Weinherstellung macht. Wir beschreiben das ebenfalls ausführlich in der Anleitung und haben darüber ja auch schon mal eine Hobbythek gemacht. Nochmal zurück zum Gärvorgang. Wenn die Hefe eingerührt ist, dann muss das Gärgefäß an einen richtigen Ort gestellt werden. Bei untergärigem Bier kann man im Winter einen nicht geheizten Abstell- oder Kellerraum wählen. Im Sommer müssten Sie es im Kühlschrank unterbringen. Achten Sie aber bitte auf die richtige Temperatur. Ideal ist 8 bis 10 Grad. Auf keinen Fall darf es niedriger als 6 Grad sein. Bei 10 Grad Lagertemperatur braucht die Hauptgärung etwa so 7 Tage. Wenn es kälter ist, dauert es natürlich länger. Bei höheren Temperaturen, auch hier nicht über 12 Grad gehen, kann es 2 Tage kürzer sein. Das Ende der Hauptgärung erkennen Sie daran, dass der Schaum in sich zusammenfällt. Auch beim Obergärigen macht sich das Ende der Hauptgärphase so bemerkbar. Wie gesagt, liebe Zuschauer, bei diesem Biertyp ist die Suche nach einem geeigneten Gärplatz nicht schwierig, denn die Temperatur entspricht in etwa der Zimmertemperatur 16 bis 22 Grad Celsius. In der Regel dauert der Gärprozess hierbei nur 4 bis 6 Tage. Die Hefe setzt sich übrigens hier nachher, nach dem Ende der Gärung, ebenfalls unten ab, sodass wir unser Patent mit dem Hahn auch gut zum Abziehen verwenden können. Wichtig noch ist, dass das Gärgefäß gut abgedeckt wird, damit hier kein Schmutz, keine Fremdbakterien, vor allen Dingen keine Insekten reingeraten. Gut geht das hier mit einer einfachen Frischhaltefolie, Klarsichtfolie. Nach der Hauptgärung wird nun das Bier, wie schon geschildert, von der Hefe abgezogen. Mit unserem Patent hier, mit dem Hahn, ist das überhaupt kein Problem. Man füllt das Bier in sterile Flaschen ab. Am schönsten sehen hier solche Flaschen mit Bügelverschluss aus. Es geht aber auch mit ganz einfachen Sprudelflaschen, sogar solche mit Schraubverschluss. Sie müssen übrigens absolut peinlich sauber sein, sauber gespült werden und anschließend im Backofen sterilisiert werden. Legen Sie die Flaschen in den kalten Ofen, heizen Sie dann auf 120 bis 150 Grad Celsius. Wenn die Temperatur dann erreicht ist, schalten Sie die Heizung wieder ab und lassen die Flaschen im Ofen abkühlen. So springen sie nicht und sind danach ganz steril. Nach dem Abfüllen werden die Flaschen 14 Tage bis 3 Wochen an einem kühlen Ort gelagert. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Flaschen aber mal kurz, vor allen Dingen am Anfang, entlüften, damit überschüssige Kohlensäure entweichen kann. Untergäriges Bier muss wieder kühler gelagert werden als obergäriges. Übrigens, mir schmeckt auch das junge Bier, das seine Lagerzeit noch nicht voll erfüllt hat. Es ist ganz prima, es ist vergleichbar mit dem Federweißen beim Wein. Und noch ein letztes Wort zu dieser Naturtrübe. Wie Sie sehen, ist auch unser Bier trübe. Wir lassen diese Trübe mit voller Absicht drin, denn hier sind viele Nährstoffe und Vitamine an die Hefe gebunden, noch enthalten. Solches Bier hält sich zwar nicht ganz so lang wie das klare Bier, schmeckt aber dafür mindestens genauso gut
wenn nicht noch besser. Viele Braumeister haben uns gesagt, dass sie viel lieber naturtrübes Bier verkaufen würden oder ausliefern würden. Aber dieses Vorurteil gegen das trübe Bier ist einfach nicht klein zu kriegen. Nun, auch das wollen wir mal sehen. Wer unbedingt klares Bier haben will, der gießt es vor dem Abfüllen auf Flaschen durch einen solchen Kaffeefilter. Das geht ganz prima. Ja, das wär's fast schon für heute, liebe Zuschauer. Aber ich habe noch eine wichtige Pflicht zu erfüllen. Lassen Sie mich nicht straffällig werden. Ich muss Sie von Staats wegen noch darauf aufmerksam machen, dass jeder, der Bier braut, dies dem örtlichen Hauptzollamt auf einem ganz einfachen Formular mitteilen muss. Egal, welche Menge er braut. Die Steuer muss er später aber nur zahlen, wenn er, so unsere Abmachung mit dem Bundesfinanzministerium, wenn er mehr als 25 Liter im Monat braut. Wer mehr brauen will, der muss dann von der gesamten Menge 12 Pfennig pro Liter an das Hauptzollamt überweisen. Ich meine, das ist doch relativ preiswert und 25 Liter ist ja auch schon eine ganz erkleckliche Menge. Wie diese kurze Meldung aussehen wird, beispielsweise hier das Formular der Steuerüberweisung, dies geben wir als Muster exakt in den Hobbytipps bekannt. Es ist aber nicht sehr kompliziert. So, nun aber ganz schnell zu unserem Fernsehschirmspiel.